Wir standen da ziemlich unpassend. Wir stehen immer noch. Ich glaube, das sollte gerade nicht so sein. Wir sollten da gerade liegen. Okay. Da sind wir also. Entkommen den Neutronen. Mickey Mouse, das da. Also können wir hin und her laufen. Und wie aus dem können wir die Kamera kontrollieren. Und ranzoomen. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Someone else got out. Wie können wir denn die Kamera schwenken? Das war mal. Zuchtbecken. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Ans Becken greifen, Nachforschung des Becken untersuchen, weggehen. Nachforschung. Fertigkeitswürfe. Manche Dialogoptionen fordern einen Fertigkeitswurf, einen Würfelwurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fertigkeiten des Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. Eine 10 müssen wir schaffen. Fängt ja sehr schön an. 19 plus 1. Ein Erfolg. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Mhm. Könnte gefährlich sein. Was soll's? Autsch. Ja, gut, so viel dazu. Das war ein bisschen leichtsinnig. Swift as my feet can carry me. So, hier liegt was. Ein Gedankenschinder. Der hat einen Blutstein. Der kann Blut aus seinem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Das mag wohl stimmen. Dead. Good. Sind andere schon gekommen? Hier kann man raus. Ist hier noch jemand drin? Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Kann man die Kamera dann also von anderen Perspektiven sehen? Wahrscheinlich nicht. Hier oben noch irgendwas? Feuer. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt reinrennen. Ist da jemand drin? Not everyone made it out alive. Nicht alle sind gekommen. Oha. Lucky I made it out. Ja, angucken können wir uns nicht, aber so mal raus hier. Wenn's geht. Kameradrehung I und Q. Ah. Sehr schön. Das klärt mir das. Das löst meine Frage. Schmieriger Stuhl. Okay. Besitzen. Ein Goblin. Mit Gold dabei. Okay. So, was haben wir denn hier? Neuralapparat. Weiß nicht, ob das so gut ist, dahin zu gehen. Oha. Dann geht's nach oben. Wo sind wir hier gelandet? Ein Hirnglas.
untersuchen. Menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Cerebrospinalflüssigkeit. Stichresistenz, Wuchtresistenz, Mikrotischresistenz, Feuerresistenz, psychische Resistenz, Giftresistenz, Gleißendresistenz, Energieresistenz. Kann man das überhaupt irgendwie zerstören? Wen haben wir denn hier? Hallo. Und der bewegt sich noch. Yes, you've come to save us from this place. Oh je. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Und wie riecht ein Mann oder ein Gehirn? Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Klingt, als hättet ihr Angst. Warum? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Hätte uns auch bescheitert. Mhm. Remove us from this body. From this case. Free us. Nachforschung, Stärke, den Schädel aufbrechen. Schwierigkeit des Gehirns, behutsam aus dem Schädel nehmen, das Gehirn zerstören. Erstmal untersuchen, würde ich sagen. Plus 1 haben wir geschafft. Großartig, das fängt ja sehr toll an. A swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. Das Bade sind wir wohl. Heilkunde können wir auch besitzen. Das Bade sind wir gut genug dafür. Oha. Vorteil. Stärke der Erfolgschancen. Trotzdem eine 7. Eine 5. Das hat nicht geklappt. Oh, war ja. Versuch zu heilen. War nix. The swelling is too great. You cannot lift the brain out of the skull. Hm. Na dann, mach kaputt. Au. Der Arme. Haben wir ihn zumindest von seinem Innenter befreit. Jetzt noch looten. Hab nix. So, was haben wir, wo haben wir denn hier noch Sachen? Hirnglas. Gedankenheiligtum. Untersuchen. Resistenz gegen gefühlt alles. Das hört mal hier raus. Das ist wirklich keine Stimme, keine schlechte Idee, um einen Weg nach draußen zu suchen. Nachdem er unerfolgreich hier. Doesn't do anything. Die Typen vernichtet haben. Das sieht gut aus. Nur dort irgendwie lang. Nö. Werd mal zurück. Wir können uns hier drinnen noch umschauen. Ich weiß, dass wir hier vielleicht jemanden retten können.
Mind Flayer Horticulture. Ich glaube nein. Aber Bücher oder was? Mystische Humanoid History. Elves, Dwarves, Humans and more flash behind your eyes. A thousand years of humanoid history. Elves, Dwarves, Humans and more flash behind your eyes. Sind wir da gesteckt? Nicht erreichbar. Okay, zurück wollen wir das. Würde mich mal umgucken, ob es hier noch was gibt, was wir übersehen haben. Finde ich ziemlich schade, wenn wir jemanden zurücklassen würden, der noch rettbar ist. Oben scheint es noch Sachen zu geben. Können wir vielleicht hier hoch? Irgendwie. Das sieht aus, als könnte man hier hoch. Ich schaue mich mal um. Oh, nix. Vielleicht irgendwo noch Sachen. Sieht mir aber leider nicht danach aus. Das ist doch hier hinten. Das. Lauf halt den Umweg. Was haben wir hier? Ein Tag der Zeugs. Ein Abgrund. Wo latscht mein Charakter jetzt gerade lang? Okay, dann denke ich mal, den haben wir schon. Dann mal raus hier. Das sieht gut aus. Versuchen wir es mal. Ich verliere meinen Charakter aus den Augen. Weil ich schon schneller voran bin. Mit der Steuerung muss auch noch ein bisschen klarkommen. Okay. Rush past, a dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ugh. My head. What is this? Squaw. You are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we might survive. Ja, das ist nicht schlecht. Ein Krieger könnte dich gebrauchen. We carry Mind Flayer Parasites. Unless we escape,
unless we are cleansed. Our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth. Mind Flayers. Mm-hmm. Mind Flayers. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the Geth. Den... Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Die Narbe im Gesicht. Das ist. Dafür, dass ich kein Barbar bin, kein Kämpfer. Oha. Wir sind in dieser. Teufel, Dämonen. Oh, Kampf. Mach dich kampfbereit. Kämpfe finden in Runden statt und die Kämpfenden sind der Reihe nach am Zug. Das Spiel um dich und. Und dich ist bei Kämpfen pausiert, dass du Zeit hast, deine Aktion zu planen. Okay. Was können wir machen? Schießen können wir. Durch Bogen oder Schuss. Einen einfachen Schuss machen. Durch Bogen und Schuss. Bardische Inspiration. Haben wir unsere Zauber. Können wir erstmal schießen. Das war sehr erfolgreich. Auftreten. Spielen ja mit dir, um andere anzuziehen oder zu erfreuen. Das macht jetzt sehr viel Sinn. Leichtfüßiger Schuss. Ziel muss in der Runde gespurtet sein. Okay. Stoßen. Hm. Ich meine, jetzt können wir Fernkampf. Fernkampf ist gerade noch ganz gut. Und badische Inspiration würde ich ganz gerne mal versuchen. Ob sie hier. Können wir noch einen Schuss machen? Mit genügend Ressourcen. Okay, zu beenden. Ah, dann kann ich mit Leite oder wie die heißt. Hinrennen und zack. Ich bin Bewegungsrate. Aha. Alles klar. Okay, das geht wohl auch nicht. Durchschnaufen. Alles klar. Ist der Gegner dran? Zum Glück ein Fehlschlag. Dann bin ich dran. Improvisierte Nahkampfwaffe. Nimm meinen Gegenstand oder eine Kreatur und führe dann deinen Nahkampfangriff aus. Das ist doch was Gutes. Zu schwer zum Aufheben, zu schwer zum Aufheben, zu schwer zum Aufheben. Verdammt. Oh, ein Feuerpfeil. Das wäre auch was eintauchen. Probier mich gerade mal ein bisschen aus. Sputen, verstecken, springen. Aber Wasser an Nahkampf. Hieb ohne Waffen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber auf geht's. Das war wohl nicht so clever. Ja. Ein bisschen nachhelfen. Springen. Hinrennen und tut. On the move. Nicht nur Bewegungsrate. Okay. Aber die, wir kassieren hier schon. Faustschlag. Todesfaust. Tötet einen Charakter mit einem waffenlosen Schlag.
Episch. Manche Verbündete können dich bei deinen Abenteuern begleiten. Kannst sie genauso steuern wie dein eigenen Charakter. Jetzt könnte man jetzt zum Beispiel zu ihr wechseln. Mit ihr jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Ich bräuchte ein bisschen Heilung auf mich selbst, wenn das geht. Kann ich mich selbst heilen? Juhu. Moving ahead. Die Haare sehen noch. Die Haare sehen noch pinker aus, violetter aus, als ich gedacht hätte. Liegt vielleicht am Licht hier. Kommt sie hinterher oder? Ja, kommt sie. Okay. Komm, Vater, gut ist. Nehmen wir das Zeug mit. Oha. Die sollten wir befreien. Ein Mechanismus suchen, der die Decke öffnet. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss hier raus. Ich sehe mich um, es die Möglichkeit geben, das Ding zu öffnen. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Es muss dann die Möglichkeit geben, Schattenherz zu befreien. Hoppla. Okay. Diese Konstruktion hier zum Beispiel. Können wir die erstmal untersuchen, bevor wir die berühren? Ja, keine Kunde. Was ist das? Needs a key. Appear in your mind, a brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Das ist keine überlegte Aktion, aber ich würde mal sagen. The console appears dormant. Ja, schon mal. Completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. Whatever this power socket must power this thing. Na, es ist nicht gut. Wir bringen die noch um. Ich finde mich irgendwie weiter hinten. Jetzt finden wir einen Hinweis. Ein bisschen noch weiter geht. Oh ja, looten. Läuft ein Hirn rum. Oh, ein Schlüssel. Könnten wir gebrauchen. Und dort hinten. Okay. Hier war doch eine.
Ein Onyx. Können wir später gut verkaufen. Ging die schon raus. Okay, was bieten wir? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Mhm. Kommen wir kurz hier. Und mit dem Hirn sprechen. Ist zu schnell für mich. I hear something. Voices. I hear nothing of the sort. Ich sitze. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oha. Gut, dass wir die Hand da drüben nicht auf die Konsole gelegt haben. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Oh, weia. Corellon, preserve me. That cannot be our fate. A brain in a jar. Oh, ein Kupferring und eine mystische Rune. This might unlock those controls next to the pod. Zum Ansehen wird's drücken. Mhm, hat die gefangen da. Inventar. Ein Rucksack haben wir hier, ein Reisesack. Wo soll ich es reinstopfen? Oder nicht? Gut, wie kommen wir den jetzt? The newborn mind flayer stares at you. Weak and dazed. Kann denn das Hirn uns vielleicht helfen, was so rumläuft? Wenn wir das nochmal erwischen würden. Tja. Schriftrolle wollte es wieder beleben. Hund, hier. Hund. Tja, ich würde es mal an den Konsolen dort versuchen. Can't read this script. Unleash. Entfesseln. Das eine steht für ein Fesseln. Könnte was Gutes, aber was Schlechtes heißen. Already dead. Ah, ich bin mir unsicher, wenn wir da jetzt draufklicken und sie dann zu Mindflayer wird. Das will ich nicht verantworten. The console appears dormant. Und die Fassung ersetzen. Was gehen wir los? The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captain or transform her like that other unfortunate? Wir haben eine 50-50 Chance. Mhm, eine 10 müssen wir schaffen. Intelligenz plus 1 haben wir. Ja, sehr schön. Haben wir geschafft. Pulsing glow and organic lines of the device make
make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Mm-hmm. Perhaps it will open the nearby pod. Na dann. Das geht los. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Weisheit. Die kannst du mit Willenskraft aufzwingen. Den Eindruck ignorieren. Versuchen wir es mal. Eine 2. Okay, das kriegen wir hin. Wow. Brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Das ist gut. At last. Hallo Schattenherz. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Die gefälligste Gesellschaft ist genau das, was ihr braucht. Wenn ihr kämpfen müsst, habt ihr Probleme mit Gifflanky. Habt ihr das gerade gespürt oder waren wir jetzt zu anderen? More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Mhm. Sie spürt, was ich gespürt habe, und Geist nennen. Sie hat auf mich allein gestellt. Ja, okay, also gut, gehen wir. Ich bin hier noch. Shadowheart. One moment. Mm-hmm. Yeah, what the fuck? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Aber chatting ist genau das, was mich jetzt gerade ausmacht. So, Schattenherz jetzt im Team. Sind alle stärker als ich. Kein Wunder. Eine Kriegerin, eine Kämpferin und Klerikerin. Ein Bade. Sollen wir hier runter oder? Ich würde es mal vermuten. Gefäßnetz. Ach du Scheiße. Ich brenne. Und dann mal schnell raus hier. Ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht. Wird bauten dort lang. Dann kommen wir da nicht gerade her. Sekunde. Haben wir eine Map hier oder so? Karte. Welche das Ruder? Da sollten wir vielleicht mal hier rüber, da den Weg. Würde ich mal vorschlagen, dass wir hier lang latschen. Vielleicht nicht die glücklichste Idee.
Okay, hier nichts. Ist ja wieder nur falsch. Das ist etwas dumm. Und er ist doch hier wieder raus. Wir spazieren einfach mal umher. Einfach hier. Nun vielleicht hier rüber oder müssen wir da lang? In der Konsole können wir durch nichts machen. Die Zeit muss sein. Hey, Tom. Jo. Ein Teufelchen. Oh, ein Beil. Warum haben wir die hier noch nicht geplündert? Das ist leer. Eine echte Armbrust. Und jetzt Waffe benötigen. Plus 3 bis 8 Schaden, 3 bis 10 Schaden. Ich hoffe, ich kann die einsetzen. Befürchte ich. Da waren wir doch schon richtig. Diesen enormen Umweg gelaufen. Obwohl wir hätten hier lang gehen sollen. Genial. Das müsste hier lang sein. Yep. Okay. Vielleicht können wir dann hier in diese Richtung weiter. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. So rein hier. Und das automatisch speichern.
Oh, weia. Bosskampf. Zum Glück sind wir zu viel zu dritt. Okay, der Bosskampf hat sich. Do it. We will deal with the Geich after we escape. We need to get out of here now. Wo sind wir? Was sind das denn hier? Das ist der Gegner. Schwaches Teufelchen. Das können wir ausschalten. Okay. Bardic Inspiration. Kann sie Hauptangriff erschütternder Hieb. Na komm. Das ist gut. Die Fernkampf machen. Ist ein bisschen ein Nachteil, aber was soll es? Armbrust. Das Teufelchen besiegen. Okay. Ein Bahntanz aufführen. Schlachten von Ernst aufführen. Spiel einfach Musik zur Erhaltung. Genau. So, kein Nahkampf. Nochmal Hauptangriff auf ihn hier. Ja. Ich bin in Bewegung, das ist toll. Schönes Geschoss hier. Fehlschlag, das ist ja fantastisch. Ich bleib mal in der Ferne, ich kann vielleicht aus dem Fernkampf aus. Ich bin besser im Fernkampf. Hier hin und dann. Kosten noch einen Fernkampf. Ist er auf unserer Seite oder warum? Ich würde den Gedankenschinder erstmal besiegen. Wäre so mein Instinkt. Dieser böse Spot, vielleicht kann man da. Ich darf kein Verbündeter sein. Ach, der ist unser Verbündeter. Skandalös. Wir bekämpfen die ganzen Dinge an unseren Verbündeten. Ich bin ja ein Troll. Okay. Mal drauf hier.
Ein Besuch vielleicht mal auf. Ich meine, ich kann mich selber heilen, aber. Zerfleischen auf ihn. Ich bin Bewegungsrate. Aha. Ein normaler Angriff. Sama. Das Blöde ist, weil hier natürlich im Weg stehen. Nichts tun. If this ship hits the ground, we're dead. Na komm. Das war sehr gut. Die Inspiration auf sie hier. Ein gütiges Ziel. So, jetzt Hauptangriff. Ach, erst. Jetzt habe ich schon wieder auf ihn. Ich bin doch nicht gestoßen. Ein bisschen nach hinten schieben, damit wir hier mal nach vorne können. Komm, zerfleischen musst du jetzt. Durchschnappen brauchen wir jetzt noch nicht. Okay, der Typ ist tot. So gut wie. Need to find a way forward. Okay, eintauchen. Den Oberflächen, die eingetaucht werden kann. Wieder ein Musikstück spielen. Okay, zu beenden. Feuerpfeil. Das war ein Fehlschlag. Okay, kann ich eintauchen. Nicht genug Ressourcen. Tja. Die Gedanken schien das fast am Arsch. Sturmangriff. Okay, das war gut. Okay. Dankeschön, dass du was auch nicht ganz schlecht ist. War bisher eine gute Ablenkung, aber. Das macht ja nicht viel. Heilung braucht gerade keiner. Personen bezaubern bringt auch nichts. Und Ressourcen. Ja, na dann. Feuerpfeil. Bringt nicht viel. Schenkelschuss.
Und bisher waren wir hier mit dem ganz gut. Ja, sie hat echt was drauf. Oh je. Das ist unbedingt mal als erst heilen. Und dann Fernkampfangriff. Das bringt aus der Nähe nicht ganz so viel. Na, das ist toll. Sie kann hier am besten. Oh Gott. Das bringt ja kaum was. Sah aus wie ein Fehlschlag. Du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Das bringt mir gerade gar nichts. Mit der Faust. Na komm. Es macht nur sehr wenig Schaden. Streitkolben. Verdammt. Die richtige Power haben wir verbraucht. Na komm. Versucht die zu heilen. Ach Scheiße, kommt der nächste oder was? Ach du Heiliger. Da haben wir den noch gar nicht besiegt. Jetzt bin ich fast am Arsch. Wie sollen wir denn hier entkommen? Wir haben unseren Freund umgebracht. Heilen können wir nicht mehr. Was soll das werden? Wir kriegen den einen kaum besiegt. Ja. Super Start hier gerade. Resistenz, göttliche Führung. Kritischer Treffer. Ja, und bin ich. Fehlschlag ist ja großartig. Die besten Aktionen haben wir schon ausgeführt. Jetzt kommt Verstärkung. Finde ich großartig. Ich bin tot. Gut, sterbend. Wenn die Treffpunkte eines Mitglieds eines Abenteuergruppe auf Null sind, ist das Mitglied sterbend. Es ist ein Zustand zwischen Leben und Tod und das Mitglied muss in jedem Zug um sein Leben würfeln. Bei drei erfolgreichen Würfen stabilisiert es sich, bei drei Misserfolgen stirbt es. Yay! Schon am Anfang des Abenteuers hier verstorben. Was machen wir denn hier? Können wir nicht einfach fliehen? Ich und Kämpfer. Zauberhand. Neutrales Wissen. Da geht's auch nicht mehr gut. Wir müssen angreifen. Das war, glaube ich, ein Fehlschlag.
Ah, fantastisch. Mit so einem Marsch. Eigentlich das leichteste Spiel. Das leichteste genommen. Fliegen. Du Scheiße. Und alle am Arsch. Ein Fehlschlag, yay. Und gleich tot. Spiel vorbei, geil. Das war's mit Let's Play Baldur's Gate. Das müssen wir irgendwie besser anstellen. Da muss doch einen Weg drum herum gehen. Vielleicht wäre es auch mal hilfreich, unseren Verbündeten nicht zu attackieren. Das war ein bisschen eine dumme Idee. Um hier zu kommen. Nicht gerade hilfreich. Here we go. Das war ein Gedankenschinder und das war halt. Ja. Hätte man sehen können. Ist der hier schon attackiert? We will deal with the gate off. Okay, versuchen wir uns mal auf die Seite von ihm zu stellen. Schlägt Verschlinger. Okay. Jetzt müssen wir die kleinen Gegner ausschalten. Wieso lebt er noch? Okay, zu beenden. Na komm. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal, den Gegner auszuschalten. Bevor Versteckung kommt. Und ich hier. Sehr gut. Okay, nicht genug Ressourcen. Können ein paar Meter laufen. Can't slow down. Fury. I am dead. Schenkelschuss. Fehlschlag, fantastisch. Schütternder Hieb. Können wir den einsetzen? Ich bin Bewegungsrate. Ich komme vielleicht jetzt mal ran hier. Das bringt auch nichts. Schild des Glaubens. Heilige Flamme. Sieht doch schon viel besser aus als in der letzten Runde.
Ich könnte mal schauen. Okay, es hat alles was gebracht. Okay, dann sollte ich mal laufen. Light on my feet. I am Fury. I am Death. Gotta keep fighting. Na komm, auf hier. Fehlschlag, fantastisch. Oh weia. If this ship hits the ground, we're dead. Okay, können wir das noch nicht heilen. Schattenherz. Zu zerfleischen. Die Rettungsruf war es, glaube ich. Sehr gut, der ist schon ziemlich weit down. Auf ihn. Ein Fehlstab, verdammt. Da geht die magische Inspiration hin. Schild des Glaubens. Ja, ein bisschen Schutz ist ganz gut. Können wir den nicht irgendwie heilen? Bevor er tot geht. Hätten wir gebrauchen können. Die letzten paar Meter schaffen wir jetzt auch noch. Ganz gebrochen. Okay, können wir hier mit Verstärkung Fehlschlag. Ach komm. Was können wir eigentlich? Ein bisschen weit nach hinten katapultieren. Fehlschlag. Sehr geil. Was jetzt? Hurry, bevor they strike. Na toll. Das ist nicht gut. Stand natürlich jetzt genau im Weg. Heilen können wir nicht wirklich. Blödsinn. Uff. Swift and lethal. Komm, die kriegen wir doch down. Vielleicht vor, bevor die Verstärkung kommt. Leuchtendes Geschoss. Ja, das war nicht schlecht. Oh Gott. Können wir die vorher vor die Schaden machen? Schwaches Teufelchen und so. Was machen die jetzt? Ach, die kommen gesportet. Du hast
kümmern uns jetzt mal um die Teufelchen hier. Damit die zumindest nicht im Weg rumstehen. Ist da mal schon drauf. Versuchen wir das hier. Gegenheitsangriff. Aha. Heilung, das dringend. Auf dich selbst. Okay, da kommen jetzt noch weitere, verdammt. Da kommt die Verstärkung. Wie sollen wir das denn schaffen? Ich erhoffe mir, dass wir, wenn wir den besiegt haben, die Verstärkung nicht aufgibt und sieht, dass der Boss besiegt ist. Heilung auf dich selbst, würde ich sagen. Und dringend. Und die Flamme. Als ob der sich gesaved hat. Und das war so klar. Aber ja, wie können wir diesen Kampf überhaupt gewinnen? Das müssen wir irgendwie gewinnen können. Den haben wir bald. Da kommen weitere. Das bringt so gut wie gar nichts. Und tot. Großartig. Warum habe ich keinen Baden gewählt? Warum habe ich keinen Barbaren gewählt? Nur einen Baden. Ich habe einen Feuerpfeil. Wird es Fehlschlag? Ich glaube es kaum. Heilung haben auch keine mehr. Und drauf hier. Den haben wir gleich. Fantastisch. Nächste zu Boden. Das Spiel ist gleich schon wieder vorbei. Finde ich fantastisch. Vielleicht zwei hinter mir. Soll ich das alleine schaffen? Und werfen. Ja, ich bin am Arsch. Versuch Nummer 3 oder was? Die Zeit habe ich heute noch nicht mehr. Ich muss den Part an dieser Stelle beenden. Das ist deprimierend, aber...
Vielleicht finden wir irgendwo einen Ausweg, wo wir entkommen können, fliehen können, ohne den Angriff zu machen. Das kann doch nicht sein. Tja. Das war ja heute. Ja gut, bis zum nächsten Part. Ich guck mal, ich recherchiere mal, ob es da einen anderen Weg gibt. Ja. Haut drin, danke fürs Zuschauen. Ciao.